Herrlichkeit, Frucht, Jünger. Um diese drei Worte soll es heute gehen bei unserem Projekt Hashtag Ein Tag, ein Wort. Das biblische Wort, in dem sich diese drei Worte in Zusammenstellung finden, steht bei Johannes, 15. Kapitel, 8. Vers. Die Herrlichkeit meines Vaters wird darin sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist. Herrlichkeit. Herrlichkeit beschreibt im biblischen Sinne die Schwere, das Gewicht, das Ansehen Gottes, gerade im Alten Testament. Es beschreibt auch eine Strahlkraft, die von Gott ausgeht. Und dann sind wir eigentlich auch schon ein Stück beim Bild der Frucht. Wie eine Frucht, sei es am Weinstock, die Blüte und an vielen anderen Früchten des Feldes oder der Gärten. Die Sonne braucht es, den Schein braucht es, um zu wachsen und von der Blüte zur Frucht zu werden. Wenn wir uns von Gott anstecken lassen, in seinem Licht lernen von ihm, und dann sind wir bei der Jüngerschaft. Jünger sind Lehrlinge oder Schüler, die bereit sind, von Gott zu lernen, ihm ähnlich zu werden. Und die Frucht, die wir als Christen bringen, ist, wenn wir das Leben, barmherzig zu sein wie der Vater, heilig zu sein wie Gott, uns auf ihn einstellen, von ihm lernen, die Früchte von Geduld, Liebe, Gelassenheit, Sanftmut. Es geht im Christsein nicht darum, Menschen zu verurteilen und auszuschließen, sondern es geht darum, Menschen einzuladen, das Ansehen, die Herrlichkeit, den Schein Gottes zu entdecken für ihr Leben, auf dass sie ihm ähnlicher werden. Gott will, dass wir seine Kinder sind, seine Familie. Und in einer Familie, in der es gut läuft, lernen die Kinder von ihren Eltern, von ihren Geschwistern und werden so selber erfüllt von dem Geist dieser Familie, vom Heiligen Geist, wenn wir ihm Raum geben. Und dann sind wir auch noch bei einer anderen Form von Frucht bringen. In dem Moment, wo wir Gott ähnlicher werden, werden wir auch einladend wie er. Gott schließt nicht aus. Jesus droht den Menschen nicht mit Höllenfeuer, sondern geht auf sie zu. Heute will ich bei dir zu Gast sein, sagt er zu Zachäus. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. So sollte eine christliche Gemeinde offen sein für alle, egal welchen Alters, welcher sexuellen Orientierung, welcher Herkunft, welcher Vorerfahrung oder Vorleben jemand mitbringt. Ein Ort, in dem wir uns als Schüler und Schülerinnen, Lehrlinge Gottes erleben dürfen und reifen dürfen, im Gott ähnlich werden. Das ist ein lebenslanger Prozess, der endet nicht mit der Taufe. Aber wenn er gut läuft, das sieht man an den heiligen Bildern hinter mir, dann wird es ein fruchtbares Leben, das andere ansteckt und Gott ähnlicher macht, auf das die ganze Welt am Ende verwandelt wird, zu einer großen Familie Gottes, in der dann Frieden, Versöhnung, Freude, Sanftmut, Geduld, Liebe herrschen. Die Liebe ist das, was wir am meisten von Gott lernen können und worin wir oft so hartherzig und stur sind, dass andere uns das nicht mehr abnehmen als Christinnen und Christen. So, herzliche Einladung für den heutigen Samstag oder wann immer Sie dieses Video sehen, sich noch mehr von Gott bescheinen zu lassen, von Gott zu lernen, als seine Schülerinnen und Schüler, Lehrlinge zu leben, den Tag zu gestalten und vielleicht nicht nur diesen, sondern auch den nächsten, auf dass das Leben für einen selber fruchtbarer wird und man selber fruchtbar wird für andere.